Hey, happy Thursday, Trader und Investoren. Morning Espresso, Donnerstag, 2. November 2017. Willkommen zum Super Thursday Bank of England. Disclaimer ist in full effect und wir haben natürlich die Möglichkeit, in gehebelten Produkten mehr zu verlieren, als wir einzahlen. Und ich kann keinen Trading- oder Investment-Ratschlag geben. Alles nur zu Ausbildungs- und Informationszwecken und Copyright ist in effect. Wir sind vom gestrigen Tage, 1. November 2017, mit einer Startup-Position Long im Neuseeland gegen japanischer Yen. Können wir uns alles im gestrigen Morning Espresso noch einmal ansehen. Über Nacht hatten wir aufgrund von verbesserten Zahlen, besser als erwartet, gekommenen Zahlen in Australien, Aussie-Dollar-Stärke, sehen wir recht schön hier, gegen Yen-Schwäche. Wir sehen auch, dass die Market Maker das Pfund den ganzen Morgen schon runterziehen. Meine Trader, die bei mir im Ausbildungslehrgang sind und waren, wissen, warum, weshalb und wieso. Wichtige Zahlen, hier sehen wir es, die positive Outperformance in dem Aussie-Dollar-Trade-Balance, das war sehr schön. Und wir hatten einen stärkeren Referenzkurs im Renminbi gegenüber US-Dollar, auch das positiv für den australischen Dollar. Zusätzlich brummen weiterhin die Rohstoffe. Wir hatten 10.30 Uhr Construction PMI in UK und dann 13 Uhr Bank of England Inflation Report. Die Bankrate, die Vote wird sehr, sehr wichtig. Kommt sie anders als erwartet? Dann haben wir Asset Purchase Program und die Facility wird aber bei 435 Milliarden wie gehabt weiter erwartet. Und dann 13.30 Uhr, ganz, ganz wichtig, Bank of England Governor Carney spricht und der Markt erwartet die Entscheidung der Bank of England, ob wir in einen Zinserhöhungszyklus kommen oder ob das ein One-Done-Charlie ist, also eine einmalige Erhöhung. Ich zeige gleich noch einen Slide dazu, was das für das Pfund bedeutet. Heute Nachmittag haben wir dann noch Powell, der spricht. Das wird ganz interessant. Warum? Weil Powell im Moment mit 82%iger Wahrscheinlichkeit als der Nachfolger von Janet Yellen mit heutigem Verkündung um 15 Uhr unserer Zeit erwartet wird. Märkte und Tradeplan. Wir hatten Asien leicht gedämpft. Wir hatten ein leichtes Profit-Taking an der Wall Street gestern ins Close hinein. Wir sehen, wie die amerikanischen Aktien performt haben. Wir hatten zum ersten Mal in 5 Sessions Apple mit einem Minus. Gut, die bringen heute Abend die Zahlen. Wir hatten einen ganz, ganz leichten Anstieg im VIX. Wir sehen Nikkei ein weiteres 21-Jahres-Hoch geprintet. Kospi ist von gestern, habe ich vergessen rauszunehmen. Und das finde ich interessant, das soll natürlich New Zealand Australian Bank heißen. Okay, jetzt stürzt mich. Warte. So, jetzt lacht die Sandra, aber der Perfektionist kann das halt nicht ertragen. Kospi rausgenommen, ASX 10 Basispunkte abgegeben. Wichtig war mir zu zeigen, New Zealand Australian Bank kündigt 6.000 Angestellten. Wir hatten Nordea letzte Woche, hatte ich auch gezeigt, die haben ebenfalls 6.000 Mitarbeitern gekündigt. Wir sehen also die Konsolidierung im Bankensektor. Und wenn die Blockchain-Technologie kommt, werden da noch mehrere Leute rausfliegen. Wir brauchen einfach in den sich weiter technologisierenden Sektoren wie auch Finanzdienstleister einfach nicht mehr so viel Personal. Ja? Und das wird sich natürlich auch unter Industry 4.0 oder 2.0, das ist Industry 4.0, weiter fortsetzen. Wir werden sehen, dass viele Mittelmanager und viele manuelle Prozesse einfach automatisiert werden. Ein Trend, den wir einfach erwarten. Gestern Energy plus 1,11, Materials 54 Basispunkte, Consumer Stables 29. Wir sehen, dass der Energiesektor outperformt aufgrund von den weiter outperformenden Rohstoffpreisen. Utilities haben abgegeben, Telcos und Industrials auch. Das war interessant mit den Telcos. Ein Team und ich, wir schauen gerade auf Fixed Telcos, ob wir da nicht einige gute Short-Kandidaten finden. In diesem Bullmarkt ist es nämlich auf der Aktienseite leider nicht so einfach, Short-Kandidaten zu finden. Shanghai hat abgegeben, Hang Seng ebenfalls. Und, People's Bank of China hat keine Liquidität in den Markt geschossen. Keine, das war interessant. Haben sie lange nicht mehr gemacht. Chinese, das ist auch von gestern. Was ist denn hier los? JGBs waren ganz, ganz leicht fester. Ganz leicht, BOJ kauft 710 Milliarden Yen, mittleres bis ultralanges Ende. FOMC hat, wie erwartet, die Zinsen belassen. Das war gestern ganz interessant im SocGen und Guidance-Webinar, was wir gestern Abend gegeben haben. Danke nochmal, Stefano.
War eine sehr interessante Frage, wo ein Teilnehmer fragte, warum ich nicht über die FOMC spreche. Das war ein Non-Event. Also das war alles schon eingepreist und das Einzige, was aber auch erwartet war, war schön zu sehen, dass die Fed das in ihrem Protokoll ausgewiesen hat. Wirtschaftsaktivität steigt mit einer Solid Rate und im letzten Protokoll stand nämlich die Wirtschaftsaktivität, ich kann kaum stottern, rising moderately. Ja? Also die Fed ist happy, Problem ist, Inflation nicht da und die Fed tut sich unheimlich schwer, das einfach mal auszusprechen. Ja, sie haben also gestern ihr in Anführungszeichen Fantasieziel weiterhin festgelegt. Sie haben gesagt, mittelfristig sehen sie Inflation bei weiter 2%. Naja, Rate Hike Odds, also Zinserhöhung, Wahrscheinlichkeit auf Zinserhöhung im Dezember bei 98% und sie sehen, wie gesagt, mittelfristig die Inflationsrate bei 2%. Good luck, wir haben ein Auge, Kai, vor allen Dingen du und Flugi, du sowieso, auf den 5-Jahres Forward Inflation Swap Expectation. Ne? Expectation Swap, Entschuldigung. Dann, das war ganz interessant, US Treasury's Refunding Announcement. Das machen die quartalsmäßig, sagt die Treasury, wie viel Kohle sie sich in jeweiligen Bucket, also Laufzeitbändern und Fix versus Float, leihen möchte. Und es gab ein Marktgespräch gestern, ob sie die Nominalbeträge belassen oder verändern. Und sie haben sie belassen. Also dieselben Nominalbeträge bleiben. Aber sie haben die Möglichkeit offen gelassen, im Februar Refunding Announcement, die 5-Jahres-Bucket unter Umständen zu erhöhen. Und 5-Jahres-Bucket und 3-Monats-Bills würden sie unter Umständen im Februar erhöhen. Sie überlegen sich, einen 2-Monats-Bill einzuführen. Und das führte dann dazu, dass die Kurve 5,30 am niedrigsten Stand seit 2007 geschlossen hat. Gucken wir uns die Kurve zusammen kurz an. Das ist nämlich wirklich signifikant. Wir haben aber auch nachher nochmal eine Slide dazu, also eine Folie. Rot, 30 Jahre. Und wir sehen, wie die 30 Jahre runtergekommen sind im Sinne von Zinsen. Ja? 30 Jahre stark abgefallen und die 5 Jahre ist diese pinke Linie nicht so stark abgefallen. Das heißt, wir sehen hier diesen massiven Flattener auf einen, seit 2007 hatten wir nicht mehr so eine flache Kurve. Das heißt, das Smart Money, zeigen wir gleich eine Folie, die Bond Trader, der Flugi und der Jay, erwarten keine Inflation. Und das ist interessant, weil die Rohstoffpreise ja steigen. Also irgendein Markt, irgendeiner der beiden Märkte liefert sich gerade Gegenargumente. ADP war gestern positiv, das heißt, die Erwartungshaltung für NFP am Freitag ist ebenfalls positiv. Und Nachfolger Yellen, genau, hatten wir schon gesprochen. Powell wird im Moment gehandelt und da sehen wir schon die Dollarschwäche. Alles wie erwartet. Bitte locker bleiben. Ja, also das war völlig, seit Tagen avisieren wir das. Wenn Powell announced wird, dann Dollar leicht schwächer. Zinsen erstmal, also die Bond Trader erstmal anfangen, die Zinsen ein bisschen runterzunehmen. Heute wird erwartet die House Tax Bill, 9 Uhr Eastern Time. Wir müssen schauen. Angedacht ist 12% Repatriation Tax of Cash. Es gibt ja Riesenunternehmen, gerade bei den FANG-Titeln, die im Ausland Cash liegen haben. Werden diese Gewinne wieder in die USA zurück repatriiert? Wird gemunkelt, dass diese Tax-Bill-Steuerreform einen 12%igen Steuersatz auf diese Cash-Holdings hat und 5% auf Non-Cash-Holdings. Also wenn Short-Term Marketable Securities, heißt es auf Englisch. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, auch wurscht. Also Firmen haben ja auch Wertpapiere. Wenn diese Wertpapiere rübergeholt werden, zurück in die USA 5% und bei Cash 12%. Das lohnt sich natürlich für die Firmen. Ne? Wenn das so kommt, ist das massiv bullish und positiv. Aussie, hier sind die Zahlen, Trade Balance nochmal wesentlich besser gekommen als erwartet. Australien ist was? Richtig, ein Vorort von China. Festere Fixing auch, Aussie-Dollar sofort Stärke gesehen. Sehr schön. WTI, OPEC will also ihren Deal zur Angebotsverknappung 2018 beibehalten. Das war das Marktgespräch gestern. Reuters hat eine Marktumfrage gestartet, um zu sehen, wie weit halten die Kameraden sich denn. Wir erinnern uns, im September war Compliance, also wie sie diese Angebotsverknappungsdeal einhalten, bei 120%. Reuters Umfrage sagte uns gestern etwa bei 92%. Das ist wesentlich schlechter. Öl kam also runter. Das Kartell will einen Preisboden um die $60 sehen im Jahre 2018. Wir haben gestern gesehen, $55 ganz klar abgewiesen. Und jetzt schauen wir uns Öl gemeinsam an. Kann man nämlich sehr schön sehen. Liebe Grüße an den Olli hier. Ja, ich hoffe, ihr handelt das. Ich gehe aber davon aus. Stundenchart.
Wir sehen also, 55 war POC und dann kam eine massive Order rein und dann Goodbye Oil. Wir sehen, wie wir am vorherigen POC 54 sehr schön halten. Ich will nicht zu viel verraten, aber kann man sehr gut handeln. So, was haben wir noch? Come on, let's go. Ja, GU testet 1,33, Bank of England Erwartung auf Zinserhöhung. Über 90% eingepreist. Die Frage ist jetzt, wie viele in diesem Komitee sind für die Zinserhöhung gewesen, wenn sie denn dann nachher kommt? 7,2 oder anders? Und nochmal, ist dies der Beginn eines Zinserhöhungszykluses oder eben nicht? Markt preist einen weiteren Hike in 2018 ein, das ist also der heutige, und weniger als ein Hike für 2019, 2020. Hier liegt der Fokus. Kai, wieder aufpassen, willst du lernen? Fokus auf 5 Jahre UK RPI Swaps, das ist der Retail Price Index. Also jede Zentralbank hat so ihr Baby, worauf sie drauf schauen, das dürfen wir lernen. Und die BOE schaut eben in Sachen Inflations Erwartungen auf den 5 Jahre UK RPI Swap. Sehr schön. Argumente gegen Erhöhung. Was sind die Argumente? UK hat ein großes Handelsdefizit. Sie hatten jetzt sehr, sehr schwache Retail Sales. Sie haben schwächere Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe und sie haben eine Abschwächung im CPI-Anstieg. Das sind eine Menge Argumente gegen einen Rate-Hike-Zyklus. Nichtsdestotrotz, ich bin Long Fund, ich gehe davon aus, dass die Bank of England das Pfund aufwerten will. Und, na, wenn Sie alle aufpassen und dem Herrn Draghi zuschauen, der ja mega gut mit dem Markt kommuniziert und immer das Best Outcome erreicht, jetzt schauen wir mal, ob der Herr Carney heute sowas Ähnliches hinbekommt, dass er das Pfund erstärken lässt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn der Mann sein Geld wert ist, dann wird er das heute hinbekommen. Schauen wir mal. US Inflation. Smart Money sagt nope. Das ist derselbe Chart wie eben. Das ist, ich zeige es nochmal, dieser Chart hier. Dieses massive Flattening gestern hier. Da sieht, wie gesagt, im langen Ende, 30 Jahre, sieht das Smart Money, die Bond Trader sehen keine Inflation. Good luck, Federal Reserve. Das Problem, was wir in der westlichen Welt haben, ist, die größte Gefahr ist, auch aufgrund von demografischen Veränderungen, laufen wir in Richtung japanischen Szenarien hinein. Also, ne, wo wir nicht nur QE haben, sondern später QQE. Japan Wirtschaftswachstum wird mit 1,5% erwartet. Der Nikkei brummt ohne Ende, aber Inflation haben die nicht. Vielleicht leben wir in einer, zumindest in der westlichen Welt, in einer neuen Welt, wo wir einfach in einem tatsächlich deflationären Umfeld leben. Das ist ja auch bei den amerikanischen Gehältern der Fall. Wir haben Vollbeschäftigung in den USA, aber die Gehälter steigen nicht an. Das ist erstaunlich, aber das ist die Brave New World, in der wir anscheinend leben. Jetzt wichtig, Pfund-Szenarien für heute Nachmittag. Haben wir einen Hawkish Hike 1,3340, die Medienerwartung der Top-Banken. Haben wir einen Dovish Hike 1,30, haben wir No-Hike 1,29. No-Hike würde das Pfund so abschmieren. Ela, ich weiß, du spekulierst auch auf No-Hike. Wie gesagt, es ist ein Trade von Hunderten. Es ist völlig Latte. Ich habe mich positioniert, entweder es kommt so oder es kommt nicht. Ich finde es positiv, dass die Jungs im Vorfeld das Pfund runterziehen, die Liquidität entziehen. Ist für mich alles ein bullisches Zeichen. Warten wir mal ab, ich habe auch keinen Crystal Ball. Kupfer, Target bei 10.190 pro Tonne? Fragezeichen. Also hier sehen wir es. Was sehen wir? Top Gainer dieses Jahr, über 25% year to date. Aluminium, Zink, Nickel, Copper. Das sind die Rohstoffe, die absolut outperformen im Index. Wir haben den London Metals Exchange Nickel, 2-Jahres-Hoch gestern in Nickel. Das war auch ein Rohstoff, den wir gestern vorstellen wollten in dem Webinar, aber es gab kein gutes Papier, mit dem wir das hätten handeln können, da haben wir das rausgenommen und dann hat Nickel massiv zugelegt. Warum? Electrical Vehicles heißt EV und Demand ist die Nachfrage. Wir sehen also im Moment eine Markterwartung, die mit Hunderten von Millionen von Dollars gehandelt wird, nicht nur Dollars, also Gelder, Investorengelder setzen auf diese Elektrofahrzeuge in der Zukunft. Ich
red mir ja den Mund fusselig, die Märkte handeln 6 bis 18 Monate in der Zukunft und diese Nachfrage nach diesen, also globales Wirtschaftswachstum, aber eben auch im Falle von Nickel war das diese Nachfrage, erwartete Nachfrage aufgrund von Elektrofahrzeugen führt zu diesem Preisanstieg. Hochinteressant. Die anderen, auch Aluminium, hängt damit zusammen, dass wir einerseits synchronisiertes globales Wachstum der Volkswirtschaften haben und andererseits der sogenannte China Crackdown. In China gab es sehr viel unreguliertes Angebot. Da haben die Behörden, sind dabei, einen Riegel dem vorzusetzen, gerade auch was Aluminium angeht. Und wir haben die Chinesen, die neue Regularien einführen, um die Umweltverschmutzung ein bisschen zu dämmen. Gott sei Dank, ich weiß, das letzte Mal, als ich in Shanghai war, bin ich wieder zurück ins Hotel. Unglaublich. Das ist, du denkst, du tauchst durch einen Baggersee. Es ist, die Umweltverschmutzung ist unbeschreiblich. Jeder von euch, der schon mal in China war und das live miterlebt hat, kann man einem Deutschen nicht erklären, wie das ist. Also der Schwefelgeschmack in deiner Lunge, du musst dir irgendwas vors Gesicht machen, du kannst kaum 5 Meter gucken. Das ist unglaublich. Das glaubt niemand hier drüben, wie Horror die da drüben mit der Umwelt umgehen. Ja? Und dieser Crackdown führt eben dazu, dass von diesem nicht regulierten Angebot das Angebot gedämpft wird und wir haben aber steigende Nachfrage und das bedeutet Long Rohstoffe. Long Rohstoffe bedeutet normalerweise aber auch Long Inflation und deshalb finde ich das so hochgradig spannend, dass das Smart Money im langen Ende keine Inflation einpreist. Denn ich muss nochmal den Chart rüberholen, entschuldigt bitte. Wir haben die blaue Linie und das ist der Thomson Reuters Commodities Research Bureau Index. Das ist der Index auf Rohstoff. Und wir sehen ja, ich weiß, dass es ein Daily Chart ist, aber wir sehen, dass der hier, was machen wir denn, auf ein Jahresbasis sehen wir, dass wir eine klare Recovery haben. Aber nochmal, die 5,30er-Kurve schmiert uns ab. Keine Inflationserwartung. Also, wer hat hier recht? Das werden wir ja sehen. Codelco ist der größte Kupferhersteller. Die sagten in ihrem Conf-Call gestern 10.190 aufgrund von anhaltenden Defizite im Markt, Angebot und Nachfrage, sehen sie eben dieses massive Target. Ja? Also wenn ihr einen Weg findet, wo ihr vielleicht noch auf Kupfer spekulieren möchtet, ich kann keinen Investment-Advice geben, aber der Christian hat uns ein, weiß ich nicht, anderthalbstündiges Webinar gegeben, einer unserer Trader, es war mega gut. Danke dir nochmal dafür, wo er Erarbeitung einer institutionellen Trade-Idee Long Kupfer gemacht hat. Und das war wunderbar. So, Tradeplan für heute. Long Aussie Schweiz. Aussie gute Zahlen. Festerer Renminbi-Referenzkurs hat eine Auswirkung. Und Schweizer Franken. Gestern SMBs Zubruck. Aussage, dass der Schweizer Franken hoch bewertet ist. Und wir wissen einfach, dass die SMB immer mal wieder interveniert. Risiko für den Trade ist natürlich Risk-Off. Globales Geld würde dann auch in den Yen und Schweizer Franken fließen. Und oder aber auch Aussie-Dollar-Gewinnmitnahmen. Trade ist allerdings, ich bin mit einer Starter-Position drin, ich handle ja Swing Trading. Ja? Die Daytrader, die lernen, wie sie Preis und Volumen richtig lesen oder auch in die Footprint-Charts gehen, die können wesentlich höhere Renditen erwirtschaften. Ich habe einfach keinen Bock, den ganzen Tag vor dem Schirm zu sitzen. Das habe ich mein Leben lang gemacht, das mache ich nicht mehr. Also arbeite ich mit Starter-Positions, ich bin also schon mal leicht long und schauen wir, ob der Square-Up noch kommt, etc. pp. Ist eigentlich schlecht gesagt, sagt man nicht. Ne? Also, Starter Position Long an einem relevanten Preisniveau nachmischen und dieser Trade ist positive Carry, habe ich also gar keine Schmerzen mit den offen zu lassen. Januar-Seminar schon zu 1/3 ausgebucht, ich wollte es nur erwähnen, gab viele, viele E-Mails, ich habe gestern bis Mitternacht E-Mails beantwortet, danke für die Anfragen. Übrigens, ich habe, glaube ich, 49 nicht beantwortete Kommentare auf YouTube. Ich kann nicht alles machen, also verzeiht mir, ich komme aber irgendwann dazu und werde dann die YouTube-Kommentare auch noch beantworten. In diesem Sinne wünsche ich vorab ein sehr, sehr schönes Wochenende. Trade smart, live free, gib gute Opportunitäten und für diejenigen, die die Möglichkeit haben, heute beim Super Thursday Live dabei zu sein, let's make some money. Bis dann, happy weekend, macht's gut, bye.